Willkommen zurück bei The Last Guardian. Und ich will hier nicht runterfallen, bitte. Trico, ich muss irgendwie dieses Zeug von dir bekommen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich glaube schon. Okay. Trico ist am Duften. Ich meine am Riechen, nicht am Duften. Obwohl, vielleicht duftet er mittlerweile auch schon. Wie komme ich jetzt hier weiter? Oh, lass mich raten, ich muss das Ding ziehen. Oh, Surprise. Diese Spielmechaniken, die sind echt... Leck mich spielen. Leck mich. Tja, das war's dann mit dem Ziehen. Boah. Ich könnte einfach mir dem Spiel. Hallo? Dem ein Ende setzen und einfach irgendwo runterspringen. Durchaus. Machbar. Also im Sinne von einfach mein Leid hier beenden und einfach irgendwo runterspringen. Ich glaube, ich muss da mal auf die Brücke. Ich weiß noch nicht wie. Okay, ich kann es immer noch drücken. Bereue ich dich, Trico. Du möchtest nicht, dass ich das Ding von dir weg... schiebe, oder was? Trico, mein Freund. Hallo. Beruhig dich. Beruhig dich, ja, schön. Und jetzt lass mich da bitte hoch. Ich glaube, ich muss da hoch. Danke, Trico. Für gar nichts, aber danke. Da haben wir nämlich einen tollen Hebel, der... Ich habe keine Ahnung, was der bewirken soll, aber er wird was bewirken, und zwar... die... Weichen haben sich umgestellt. Okay, das ist auf jeden Fall wichtig. Das ist ganz wichtig sogar. Weil... Ich nehme an, wir das Ding jetzt in die richtige Richtung schieben. Der Trico mag das gar nicht, was ich hier tue, habe ich das Gefühl. Okay, wir leben noch. Danke. Wir können auch schwimmen. Ach ja, richtig. Wir sind schon mal geschwommen. Nevermind. Wir sind schon mal geschwommen in dem Spiel. Das ist nicht so besonders. Wir haben auch eine Kiste. Die wir... Und jetzt... Aha, tatsächlich kann ich die schieben. Ich finde die Animation zum Schieben zwar etwas merkwürdig, aber jetzt muss ich mir doch die Frage stellen, wohin will ich das denn schieben? Ja. Gute Frage. Zu einem der Gitter oder so? Zu einem der Balken? Ich weiß es nicht. Wohin, mein Kleiner, möchtest du diese Kiste denn schieben? Ich glaube dahin. Das war schlau. Okay, ich glaube einfach mal hierhin. Also, schieben das jetzt nochmal an die Wand. Und schieben das nochmal ein Stück nach da. Ich kann das nicht mehr nach da schieben. Warum? Weil da Holzbretter im Weg liegen? Oder wie darf ich das verstehen? Okay, geht doch. Danke. Und jetzt halte ich mich... irgendwo... Darf ich sagen, dass ich anscheinend irgendwie zu doof für dieses Spiel bin? Ich
Ist das Trikot, der da oben rumläuft? Wir gehen einfach mal stark davon aus, dass das Trikot ist, der da oben rumläuft. Muss ich an einen dieser Balken? Nö. Spiel. Was möchtest du von mir? Atakyam, Inosuke Dastasadu, Yewoje Kui, Omniro Tihizi. Ohne Hilfe würde ich den Ort nicht verlassen können. Ja, das ist ja. Das ist ja toll. Und wo kann ich den Ort mit Hilfe verlassen? Ich rufe einfach mal nach ihm. Und schieb das Ding in die Mitte. Ich habe keine Ahnung. Ja, nice. I don't get it. I don't get it. Sorry. Kann ich tauchen? Irgendeine Taste. Ich kann tauchen. Bringt mir das was? Ich habe keine Ahnung. Wir testen mal. Wo geht's denn hier hin? Irgendwo hin. Wie komme ich wieder hoch? Okay, so. Okay, ich kann tauchen. Das wusste ich bis gerade. Habe ich gerade. Also hatte ich wieder verdrängt. Dann können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Sehen Sie richtig viel, nämlich Wasser. Mehr Wasser. Noch mehr Wasser. Okay. Du stirbst an zu wenig Luft. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Damit ehrlich gesagt kein Problem, wenn du einfach verreckst, Kleiner. Ja. Ja. Ich finde jetzt absolut nicht. Er hat gerade auch schon so schön gesagt, ohne Hilfe würde ich hier nicht rauskommen. Finde ich toll. Finde ich auf jeden Fall super, die Nachricht. Was ändert nämlich? Klammerte mich fest. Wo hat er seinen Schwanz hier irgendwo runtergelassen? Hier ist nirgendwo sein Schwanz. Ich klammerte mich fest und wir konnten entkommen. Sollte hier gerade zufälligerweise irgendwo sein Schwanz sein? Jetzt kommt eine Frage. Ich glaube, hier irgendwo soll sein Schwanz sein. Und wir müssen hier draufklettern, um seinen Schwanz erreichen zu können. Ich sehe hier keinen Schwanz. Er steht so rum. Sein Schwanz ist dort. Sieht jemand einen Schwanz? Ich nicht. Was?
Okay. Okay. Ist das? Gut. Alles klar. Für die, die es jetzt nicht wissen, ich tue jetzt etwas. Ich schaue jetzt gerade live nach. Was zum Teufel muss ich tun? Da ist entspannt. Moment. Das ergibt keinen Sinn. Warte kurz. Ja, ich habe gerade ein Walkthrough aufgemacht. Und ich kann die Aufnahme gerade leider nicht unterbrechen, das ist das Problem. Ja, komm, mach hin und mach kaputt. So, jetzt ist er im Wasser. Mhm. Er ist also runtergefallen. Oh, er ist runtergefallen. Und guck, guck mal, da ist eine Kiste. Ja, jetzt wirft er die Kiste ins Wasser. Ihr seht das nicht, ich weiß. Aber ich kann das auch mal weiterlaufen lassen. Jetzt wirft er die Kiste. Jetzt schubst er die Kiste ins Wasser. Und. Ja. Und jetzt macht er irgendwelche komischen Dinge. Jetzt zieht er die Kiste. Oh, surprise. Ist ja richtig schwer, die Kiste zu ziehen. Ja. Und die zieht er jetzt. Hey. Da war ein Cut im Video. Und jetzt ist da ein Schwanz. Hier, hier, Moment. An der Stelle, wo ich bin. Ist ein Schwanz. Ich check's nicht. Hier ist ein Schwanz. In dem Video ist hier ein Schwanz. Wie krieg ich's? Ich hab ihn doch schon gerufen. Wie krieg ich seinen Schwanz hier? Ich hasse Trico. Wir testen mal etwas. Probieren wir mal was aus. Meine große andere Wahl habe ich ja jetzt eh nicht. So, wie sieht's bei dir aus, Trico? Kein Schwanz für mich, oder was? Video ist hier einfach nur ein Schwanz. I don't get it. Sorry, Jungs, Mädels. Ich verstehe es nicht. Ich habe noch eine Idee.
So, Trico ist jetzt noch nicht da, ist das korrekt? Okay, Trico, jetzt komm mal her. Ich rufe dich jetzt, bevor ich die Kiste ins Wasser werfe. Was passiert denn dann? Liegt da oben rechts gerade sein Schwanz? Was? Okay, Google. Trikotwasserschwanz. The Last Guardian. Aus dem Wasserloch entkommen. Komplett Lösung. Cool. Die wissen direkt, wovon ich rede. So. Das ist ein seltsames Puzzle. Klettert an der trockenen Stelle aus dem Wasser heraus, schiebt die Kiste in die Grube und zieht sie schwimmend zum Balken hinten rechts. Stellt euch dann auf die Kiste und ruft Trico ein paar Mal. Was? Ich hätte gerade beinahe irgendeinen Clipping-Scheiß gemacht. Dann müssen wir natürlich die Kiste nicht irgendwo hinschieben. Nein. Zum Balken hinten rechts. Okay. Schieben wir? Nein. So, dann gehen wir da mal drauf. Und rufen Trico die ganze Zeit. Irgendwann setzt er sich dann hin und sein Schwanz fällt wie eine rettende Strickleiter durch das Loch herunter. Man hat lange das Gefühl, als würde man etwas falsch machen, weil man viel rufen und warten muss. Aber irgendwann klappt's. Aha. Okay. Dieses Spiel will mich verarschen, oder? Oder reicht das noch nicht? Ich weiß gar nicht, ob ihr wissen wollt, wie sehr ich mich gerade von dem Spiel verarscht fühle. Ich spamme gerade nur R1, um ihn zu rufen. Ich finde, das Loch ist groß genug. Und jetzt warte ich. Okay. Dann warten wir einfach mal. Ich kann euch versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Es war einmal mal ein Weihnachtsmann. Ja, keiner glaubte mir an ihn. Bla bla bla. Ja, was habe ich denn für Spannendes zu erzählen? Ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich streame wieder auf Twitch. Also will heißen, ich streame nicht mehr auf Smashcast. Außerdem
Ich bin gerade an sich eigentlich am Voraufnehmen, beziehungsweise ich versuche voraufzunehmen, was ein bisschen lächerlich ist. Also insofern, ich bin ab dem 17., also ab Sonntag, dem 17., bin ich 2 Wochen weg. Ich bin 2 Wochen in Holland. Ich bin von meiner Firma aus in Holland 2 Wochen, also nicht Urlaub, sondern betrieblich bin ich in Holland. Und werde da natürlich ja nichts aufnehmen können oder hochladen können. Das heißt, ich muss oder ich möchte so viele Videos im Voraus aufnehmen, wie ich nur kann. Mit Mass Effect bin ich an sich auch schon ganz gut dabei. Also mit Mass Effect habe ich schon einiges aufgenommen, das auch in die erste Woche noch was reingeht. Und ich muss mal gucken, wie viel. Ich habe noch ein bisschen Zeit, um aufzunehmen. Allerdings muss ich gestehen, geht mir The Last Guardian zurzeit ein bisschen auf den Sack. Und ihr wisst. Ja, beziehungsweise ihr könnt vielleicht verstehen, warum. Indem ihr dieses. Ach, ich klammerte mich fest. Schön. Woran denn? Zum Götzen. Vielleicht wisst ihr jetzt auch, warum. Also, das Spiel geht mir gerade tatsächlich. Es macht mir gerade es unglaublich schwer, es zu mögen. Es macht mir gerade es unglaublich schwer, es zu mögen. Deswegen mit Mass Effect, ich glaube, ich werde es schaffen, dass Mass Effect täglich kommt. Ob The Last Guardian diese 2 Wochen durchgängig kommt, ich kann euch das gerade nicht versprechen. Ich kann euch das gerade absolut nicht versprechen. Ich versuche mein Bestes. Wie gesagt, nach diesem Part, ich habe auch jetzt nach diesem Part schon keinen Bock mehr auf. Komm, da ist ein Schwanz. Da ist der Schwanz. Ne, noch nicht ganz. Ne, natürlich. Und da ist der Schwanz wieder weg. Jetzt liegt der Schwanz da oben. Willst du mich verarschen? Willst du mich verdammt nochmal verarschen, du kleines Mistdrecksvieh? Ja, ich rede mit dir, Trico. Bleibt der Schwanz da oben hängen. Boah, ich bin kurz davor anzufangen, einfach zu weinen. Wir machen hier einen Cut. Ich habe keinen Bock mehr. Das nächste Mal sehen wir uns wieder, wenn ich den Schwanz gepackt habe. Irgendwann, wenn ich wieder Bock habe, dieses Spiel aufzunehmen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Video, euer Hedi.